Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Galacto-Burrito in eurem Camper zubereitet. Viel Spaß! Los geht's mit dem Sirup. Dafür nehmt ihr 300 Gramm Zucker, 300 Milliliter Wasser sowie auch einen Esslöffel Zimt. Kocht das Ganze ein, bis ein dicker Sirup entsteht. Nach dem Sirup geht's schon an den Grießpudding. Dafür nehmt ihr den Vanillezucker, die Milch sowie auch 100 Gramm Zucker und kocht dieses auf. In die kochende Milch geben wir den kompletten Grieß auf einmal und rühren diese unter. Das Ganze aufkochen und quellen lassen bei kleiner Flamme. Wenn der Grieß gequollen ist, lasst ihr den Grießpudding komplett auskühlen. In den kalten Grieß geben wir nun nach und nach die Eier und heben diese unter. Jetzt geht es ans Schmelzen der Butter. Die einzelnen Blätter des Filoteiges werden jetzt mit der Butter bestrichen. Jetzt bereiten wir erstmal 2/3 des Filoteiges genauso vor. Verteilt den Grießpudding jetzt auf den Filoblättern im Omnia. Nun werden die restlichen Blätter mit der Butter bestrichen. Gebt jetzt die übrig gebliebene Butter auf den Grießpudding und anschließend wird der Filoteig darüber verteilt. Backt das Ganze jetzt für eine Stunde bei kleiner Flamme. Direkt nach dem Backen wird der Sirup auf dem warmen Galacto-Burrito verteilt. Damit der Sirup richtig einzieht, gewähren wir ihm eine Stunde. Wenn ihr die Wartezeit geschafft habt, dürft ihr den Galacto-Burrito auch gerne schon probieren. Das war das Video für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust auf viel mehr Inspiration habt, schaut gerne bei mir auf dem Kanal vorbei. Über jedes Abo von euch würde ich mich freuen. Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.